Seht ihr das? Hier regnet es einfach mal nicht. Und kaum gehe ich hier hin, regnet es. Geil. Das finde ich schon wieder witzig. Ja, Heiko sagt, für mich ist Let's Dance die Herausforderung und eine Möglichkeit, meinen Bruder fertig zu machen. Wer will das nicht, seinen eigenen Bruder fertig machen? Aber macht es ja nicht so wie bei Romulus und Remus. Das wäre fatal. Ja, und Roman sagt, ich möchte immer neue Wege gehen und Neues lernen. Ich will mich immer weiterentwickeln und Let's Dance ist eine tolle Herausforderung. Herausforderung. Für mich ist das hier etwas Neues. Und ich mag es mega aufregend. Nee, ich finde es mega aufregend und mich dann zur Musik zu bewegen. Ich habe auf jeden Fall Bock auf groovige Musik zu tanzen. Klingt doch auch schon mal sehr, 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 sehr vielversprechend. Ich bin gespannt, wie die beiden sich schlagen werden. Wie gesagt, heute oder ich glaube, das dürfen jetzt schon Leute sein. Ich bin ja gespannt, auch wer mit wem tanzt. So. Deswegen, also, die Show am 9. ist noch nicht die erste Show, sondern so gesehen die Kennenlern-Show, wer tanzt mit wem. Und wer es auch noch vom letzten Jahr kennt, weiß, dass es zwei oder maximal ja drei Gruppen geben wird, die einen Tanz einstudieren. Ob es nun ein Cha-Cha-Cha, ein Quickstep, ein Jive, eine Rumba, eine Salsa, obwohl lateinamerikanische Tänzer haben die nicht getanzt. Ja, okay, Cha-Cha-Cha schon, doch. Jedenfalls, ich bin gespannt, was da alles bei rauskommt und wer mit wem tanzt. Das wird sehr, sehr interessant. So, machen wir weiter. Und zwar mit dem, wo ich echt glaube, in dem steckt so ein Partylöwe drin, wo er auch selbst sagt, ich bin so ein Partylöwe. Der ja auch sogar ein Geständnis abgegeben hat, irgendwie, dass er. Ach ja, Grüße geht auch hier raus natürlich an die Lochis. So. Nee, aber der nächste, der hat so gesagt, ja, ich hatte da ja schon so ein paar Sextreffen oder irgendwie, was er da ja meinte, oder so mit Groupies und so hat er abgehangen und dann entwickelte sich das zu einer Sexparty mit einem Freund oder so, wo ich ein bisschen gestaunt habe, wie er doch in Realität drauf ist. Denn bei AWZ ist Ronny Bergmann, auch bekannt natürlich, oder wohl eher Bella Klenze als, und bekannt als Ronny Bergmann, nicht so. Da ist er ja mit Cheyenne Pade, Marie Schmidt bei AWZ und beide bekommen ein Baby. Das ist mittlerweile auch kein Spoiler mehr. Also, das ist halt bekannt, so gesehen, jetzt schon seit längerer Zeit. Ja, und was sagt er? Ich will das Ding hier gewinnen und mir den Pokal auf den Kamin stellen. Hauptsächlich mache ich hier mit, weil mich extreme Herausforderungen immer reizen und Let's Dance ist eine extreme Herausforderung. Ich habe keine Tanzerfahrung, aber ich bin überzeugt, dass mir die Tänze sehr viel Spaß machen werden und ich das rocke. Bella Klenze, ich drücke dir echt sowas von die Daumen. Also du bist so ein kleiner Geheimfavorit von mir, gebe ich auch ganz echt zu. Machen wir weiter. Letztes Jahr war auch ein Koch am Start. Und dieses Jahr ist auch wieder ein Koch am Start. Nämlich Chakal. Ich muss zugeben, ich kenne dich nicht. Grüße gehen raus. Und bin mal gespannt, wie gut du das löst. Ja, Chakal, was sagt der? Musica y Fuego heißt mein Lebensmotto. Und das werde ich auch auf die Bühne bringen. Wenn einer Rhythmus hat, dann doch wohl wir Argentinier. Ich werde euch zeigen, dass wir nicht nur Tango können. Da bin ich gespannt. Freue mich jetzt schon auf deine Performances. Der nächste im Bunde ist eine Moderatorin. Und, ich schau mal eben. Lass mich mal hier ganz kurz. Woo! Das war so klar. So. Um.
Wir machen mal ab hier und dann so ab, weil haben ja sowieso nicht mehr viel von der Schaufel. Ja, die nächste ist eine Moderatorin. Und es ist niemand geringeres als Charlotte Würdig. Es wird definitiv eine neue sportliche Herausforderung für mich. Aber dafür bin ich ja immer zu haben. Viel größer ist allerdings die Herausforderung, Hausschuhe gegen Tanzschuhe einzutauschen. Denn so lange war ich noch nie von meinen Männern getrennt. Aber die Hashtag Working Mom schafft das. Ich freue mich jetzt schon, wenn meine Jungs endlich mal sehen, dass Mama auf dem Parkett viel mehr als kann, als Spielzeugautos wegzuräumen. Ja. Und als letztes dabei, echt für mich so ein bisschen die Überraschung schlechthin, weil es hat ja noch einen Mann oder eben, ja, hat halt noch eine männliche Rolle gefehlt. Und dann lese ich so, Jimmy Blue Ochsenknecht ist bei Let's Dance dabei. Ich freue mich mega drauf, also Grüße gehen natürlich auch an alle hier nochmal raus. Musik ist ein super wichtiger Teil in meinem Leben. Er ist ja nicht umsonst Schauspieler und Sänger. Ich mache Musik, seit ich denken kann. Performen, produzieren. Da freue ich mich auf diese Herausforderung. Jetzt auch richtig zur Musik tanzen zu lernen. Ja, das sind die 14 Kandidaten. Und einer von denen wird Let's Dance Sieger, Gewinner 2018. Und ich bin echt gespannt. Also so meine geheimen Favoriten ist auf jeden Fall Bella Klenze. Ich hoffe von dem halt viel, viel zu sehen. Bin ich mal gespannt, was der so bieten kann. Außerdem natürlich Iris Mareike Steen und Jimmy Blue. Also die drei Jungen, doch, ich habe so das Gefühl, das könnte was werden. Na, guck mal, hier sind wir schon. Guck mal, das ist doch schön, da sind wir doch schon hier. Zack. So. Ja, wie gesagt, ich freue mich schon auf Let's Dance, also ich kann selbst nicht tanzen, gebe ich auch ganz ehrlich zu, aber es selbst auch mal zu erlernen, muss ich zugeben, die ganzen Standardtänze oder so, das wäre auf jeden Fall was. So, warum steht hier Holz? Achso, ja, ich weiß wieder warum, wegen Fanfiction, so. Die in anderer Form auf für euch ja kam. So, jedenfalls so. Hier haben wir schon überall Erde platziert. Wo wir jetzt Erde platzieren müssen, ist so gesehen nur noch hier. Theoretisch können wir jetzt sagen, wir machen das hier nicht und achso, und das könnten wir jetzt echt machen, weil, naja, dann sind wir damit auch eigentlich gut fertig und hauen das alles hier weg. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal hier mit dem Baum an, der ja mal echt riesig ist. Und hauen hier einfach mal alles weg. Ist vielleicht keine schöne Aufgabe, aber es muss alles gemacht werden. So. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, schaut ihr jetzt auch Let's Dance? Wen drückt ihr besonders die Daumen? Glaubt ihr, dass weder Iris Mareike Steen noch die Lochis, noch Bella Klenze, noch Jimmy Blue gewinnen?
Und wenn ja, wer gewinnt eurer Meinung nach? Ingolf Lück vielleicht? Oder Thomas Hermanns? Also bin auf die beiden auch sehr, sehr gespannt. Oder ist es doch Jessica Paschka, die die Jury überzeugen kann und sich in die Herzen der Zuschauer tanzt? Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt steht ja schon fest in dem Zeitpunkt, wer mit wem tanzt. Und ich kann leider nicht in die Zukunft schauen.